Hallo, herzlich willkommen. Guten Morgen, guten Abend, welche Tageszeit auch immer. Ich bin heute mal in der Dreiflüsse-Stadt Gemünden am Main unterwegs und lade euch ein, mit mir mitzukommen, mal eine Runde um den Hauptbahnhof, hätte ich beinahe gesagt. Nein, um den Bahnhof von Gemünden, in Klammern Main, mit mir zu drehen. Viel Spaß und wir schauen mal, was der Vormittag, der Tag so bringt. Der Tag begann für mich schon ein bisschen früher, nämlich in Aschaffenburg. Da habe ich schon die eine oder andere Wegdrohne gesehen. In Aschaffenburg war auch ein schönes Morgenrot. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre hier in Gemünden auch. Leider ist hier der Himmel etwas bedeckter. Hier unter mir schlängelt sich gerade eine Boxpress-Wegdrohne in den Bahnhof rein. Dem eingestellten Fahrweg von dieser Wegdrohne mit ihren Containern nach geht die auf die Nord-Süd-Strecke, also in Richtung Burgsinn, Rieneck, Sterblitz, das war die falsche Reihenfolge, Rieneck, Burgsinn, Sterblitz, so rum, also in Richtung Fulda auf die Nord-Süd-Strecke. Wenn der Zug hier durch ist, blende ich euch mal eine Karte ein von Gemünden mit den ganzen Strecken, die hier abgehen. Hinter mir, also von da, wo der Containerzug herkommt, da ist aus dieser Blickrichtung rechts hinter mir die Einfädelung der Werntalbahn, also dieser eingleisigen Güterzugstrecke, die den Bahnknoten Würzburg Hauptbahnhof umgeht, aus der Relation Bamberg-Schweinfurt her. Da war ich letztens erst gewesen, weil dort nämlich ICEs umgelitten worden sind oder umgeleitet worden sind. Umgelitten, umgeleitet, eins von beiden. Also es sind auf jeden Fall ICEs der Relation Leipzig-Erfurt-Frankfurt Hauptbahnhof umgeleitet, umgelitten worden wegen Bauarbeiten über diese Werntalbahn. Findet ihr bei mir im Kanal einen Zweiteiler, schaut da mal rein. Warum sind ICEs auf dieser Güterzugstrecke? So heißt das Filmchen. Hinter mir links kommt die Strecke von Karlstadt am Main her, also aus Richtung Würzburg. Ja, und dort, wo der Containerzug hingefahren ist, erzähle ich euch später, wo es hingeht. So, unter mir sind zwei Fahrstraßen gestellt. Die eine für das SKL, also für diese gelbe Gefahr, die dort aus Richtung Karlstadt kommt. Und dann ist eine Fahrstraße Richtung Würzburg. Oh, und diese Brücke schwenkt auch ganz schön, wenn ein Laster drüber fährt, habe ich gerade unter den Füßen gespürt. Ist aber egal, denn hier oben zieht es wie die Sau. Ich habe den Puschel, also den Fellüberzug, auf dem Mikrofon drauf. Ich hoffe, dass der die Windgeräusche abhält, abfiltert. Und sobald das SKL hier durch ist, schwenke ich die Kamera nochmal rum. Dann gucke ich, was da die Fahrstraße Richtung Würzburg stehen hat. Und wenn das durch ist, gehe ich mal darunter, wo dieser VW-Bus, VW-Transporter steht, am rechten unteren Bildrand und bezieht auch mal Stellung. Ja, dieses SKL hat an seinem Fahrweg noch eine Fahrstraße auf HP1 und unten drunter leuchtet ein VR0. Dieses VR0 hat oben links ein weißes Zusatzlicht dran. Das sagt dem Lokführer hier in dieser Situation: Achtung Lokführer, ich stehe in einem
verkürzten Bremswegabstand gegenüber dem Regelbremswegabstand der Strecke. Das heißt also, wenn der Lokführer an diesem Vorsignal wachsam drückt, muss er ja in Stellung VR0, dass er keine Zwangsbremsung kriegt wegen der 1000 Hertz Beeinflussung, weiß er, dass er schon gleich kräftiger auf die Bremse treten muss, als er das normalerweise müsste, da seine Fahrstraße bzw. vielmehr sein Bremsweg kürzer ist als der Bremsweg der Strecke. Wie lang der Bremsweg der Strecke ist, das ist in den örtlichen Richtlinien fürs Zugpersonal zur Strecke geregelt. Früher hieß das mal Streckenbuch, mittlerweile ist es so ein recht sperriger Name. Das ist auf vielen, vielen Strecken ist es 1000 Meter. Es gibt einige wenige Strecken, da sind es 800 Meter. Und zum Beispiel in den Einfahrbereichen Köln Süd, Köln West, Köln Hauptbahnhof, also da zwischen Köln Betriebsbahnhof vielmehr und Köln Hauptbahnhof selber, sind es zum Beispiel nur 400 Meter. In Hamburg auf dieser Verbindungsbahn zwischen Hamburg Hauptbahnhof, Dammtor und Altona, da sind es, meine ich, auch 400 Meter, um da einfach eine höhere Zugfolge zu gewährleisten. So, die Fahrstraße in Richtung Würzburg ist für dieses Mopsgesicht, für diesen Alstom Coradia Continental, Baureihe 440, der da Ausfahrt hat, dem schwenke ich jetzt nicht hinterher. Ihr wisst ja, wie so eine Bude aussieht. Ansonsten sehen wir die nachher bestimmt auch nochmal von der Seite. Ich ziehe jetzt erstmal um, sobald der durch ist. Während ich meinen Standard gewechselt habe, ist eine TX-Logistik Vectron mit ihren Containern in Richtung Würzburg unter mir ausgefahren. Von der habe ich nur ein Foto gemacht. Diejenigen, die Instagram haben, die kennen das Foto schon. Den anderen habe ich es wahrscheinlich eingeblendet. Ja, und letzte kommt eine 152 mit ihrem Gemischtwarenladen aus Richtung Würzburg, wobei das ist, meine ich, das links äußere Gleis, also von der Werntalbahn her, hier in den Bahnhof Gemünden eingezogen. Den ersten Wagen drauf, das müsste Schnittholz sein. Die 152, 114 Strich irgendwas. Dieses Strich irgendwas, das ist die Selbstkontrollziffer. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt gehabt, aber in den Kommentaren fragt ihr immer wieder nach dieser Selbstkontrollziffer. Diese Selbstkontrollziffer ist dafür da, dass im Falle so eine Anschrift mal überspült wird, abfällt, komplett unlesbar ist, whatever. Also dass mal von dieser Loknummer, von dieser Fahrzeugnummer Zahlen verschütt gehen, dass man dann anhand dieser Selbstkontrollziffer über ein bestimmtes Schema, wo Einsen und Zweien, glaube ich, unter die Ziffern drunter geschrieben werden, man nachvollziehen kann, wie die vollständige Fahrzeugnummer gewesen ist. Das ist meiner Meinung nach noch so ein Ding aus längst vergangenen Tagen, weil mittlerweile ist es überhaupt kein Thema, normalerweise eine Loknummer nachzuvollziehen. Sie steht auch mehr als einmal am Fahrzeug dran, ist sogar nochmal als gegossenes Schild, als gestanztes Blechschild mit einer EBA-Nummer irgendwo am Fahrzeug dran. Diese EBA-Nummer wird gebraucht für die LZB. Ja, das ist was für Zahlen-Nerds. Es gibt Leute, die bilden sich wunderbar darauf ein, dass sie die Selbstkontrollziffer oder anhand der Selbstkontrollziffer die Fahrzeugnummer ausrechnen können. Toll, wer das kann. Ich habe mich nie dafür interessiert. Ich finde es einen absoluten Schmarrn, aber das steht auf einem anderen Papier. Wer wissen möchte, wie es funktioniert, der googelt bitte mal. Gibt einfach mal ein Selbstkontrollziffer und folgt dem Link, der Ihnen nach Wikipedia angeboten wird und kann da nachlesen. So, da kommt die nächste schwarze Vectron.
der Vermieter von diesem blauen Wagen oder vielmehr der Fahrzeughalter nennt sich Eurowaggon. Das war mir bis jetzt gänzlich unbekannt. Oh, sehr interessant. Da vorne steht noch eine Ausfahrt, anscheinend auf die Wendtalbahn. Dieses Vorsignal, das da grün leuchtet, Stellung VR1 zeigt. Von links nach rechts steigen zwei Grüne. Ja, Eurowaggon, ein Wageneinsteller. Ich habe zuerst anhand der Farbe gedacht, das wären jetzt die Wagen von Maersk Sealand, also von diesem Containerräder Maersk. War aber nicht, Eurowaggon heißen die. So, aus den Gleisen links im Bahnhof Gemünden schält sich dann jetzt einmal quer durchs Vorfeld eine Trax 3, wenn ich das richtig erkenne. Ich stelle fest, Kontaktlinsen, die ich heute drinnen habe, sind gut, weil die Brille nicht beschlägt. Aber auch einen Nachteil, ich sehe insgesamt mit Brille besser, ich muss schon ein bisschen zwinkern. Naja, gut, man ist halt auch keine 30 mehr, ne? Oder 20. Egal, ihr wisst, was ich meine. Also da kommt eine Trax 3, eine Baureihe 187 mit ihren Containern. Quatsch, mit ihren Gemischtwarenladen. Zieht hier am Aldi-Schild vorbei, kleines bisschen Schleichwerbung, hat nämlich Aldi-Aktien. Quatsch, gibt es überhaupt Aldi-Aktien? Ne, ich glaube nicht. Warum zuckt meine Kamera jetzt gerade so? Ist es ja zu kalt? Ich muss nicht schauen. Ich glaube, der Zug kommt aus Berlin oder ist von Pink Floyd, eins von beiden. Den vielen Graffiti nach zu urteilen, könnte der nämlich The Wall heißen. Die Älteren unter euch Zuschauern kennt mit Sicherheit das Album von Pink Floyd, The Wall. Saugeil. Allen anderen, gerade den Jungen, die es vielleicht nicht kennen, die da so neumodische Musik hören, so wie meine Kinder, so gelumpt, mit denen ich zum Teil nichts mehr anfangen kann. Zieht euch das mal rein. Ich bin kein ausgesprochener Pink Floyd Fan, aber das Album The Wall, wer das nicht gehört hat, der hat echt was verpasst. Ja, der fährt also seinem Fahrweg nach da ganz nach links raus, fährt auf die Wendtalbahn. Ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt. Eingleisige Güterzugstrecke hier von Gemünden am Main rüber nach Weigelshausen Richtung Schweinfurt. Auch da werde ich nochmal eine Karte einblenden, wo ihr das dann sehen könnt, wie da der Streckenverlauf ist. Diese eingleisige Strecke dient der Entlastung des Bahnknotens Würzburg. Und der Fahrdienstleiter für die Wendtalbahn, der hockt drüben in Weigelshausen. So, der Nahverkehr hat sich da vorne im Bahnhof aufgereiht. Ganz links von dem Stromhäuschen verdeckt steht der 445 Twintex der RE in Richtung Würzburg und ziemlich in Bildmitte, da ist eine Handweiche mit einem schwarz-weißen Hebelgewicht. Ich war da jetzt in der Zwischenzeit mal hingelaufen und habe mal geguckt, ob auf diesem schwarz-weißen Hebelgewicht dann ein W draufsteht. Das ist aber einfach nur Rost, was da oben in dem Weiß ist, also kein W. Aber trotzdem kann man sie nicht einfach umlegen. Sie hat eine Grundstellung, das Schwarze zeigt nach unten zur Erde, das ist die Grundstellung, das Weiße zum Himmel. Das ist auch gleichzeitig die Eselsbrücke. Aber man kann sie trotzdem nicht einfach umstellen, denn hier geht es um Flankenschutzsachen. Links an dieser Betonbude ist ein Fernsprechkasten mit dabei. Und da kann man Kontakt zum Fahrdienstleiter aufnehmen, der einem dann den Schlüssel freigibt für dieses Schlüsselwerk, was da unten am Boden ist. So, der Twintex RE kommt. Ja, und ihm entgegen müsste jetzt gleich der RE der Gegenrichtung kommen. An diesem Hauptsignal rechts am Fahrweg, was da jetzt von HP1, also Fahrt, und VR1, Fahrt erwarten. Oben das Hauptsignal, unten das Vorsignal. In Stellung HP0 Halt zurückgefallen ist. Hat man beim Umschalten schön gesehen, wie die Relais im Stellwerk gearbeitet haben. Gemünden ist ja hier ein Spurplan-Stellwerk, Bauart SP, also Spurplan, DR, Drucktasten, S, Siemens, Stellwerk der Bauform 60, also 1960 entwickelt worden.
Das Ganze hat noch ein Nummernstellpult, also das heißt, der Fahrzeuger drückt nicht direkt auf dem Stelltisch bzw. auf der Stelltafel die Knöpfe, sondern der hat ein Nummernstellpult vorne dran, wo er die Nummern vom Start eingibt, wo die Fahrstraße beginnen soll, zum Ziel. Dann hat er verschiedene Tasten für Rangierstraßen, für Zugstraßen, für lange Zugstraßen, für kurze Zugstraßen. Entsprechend wird der Durchfahrtsweg und die Einfahrgeschwindigkeit eingestellt. Solche Sachen. Ja, und dieses Stellwerk hier in Gemünden ist 1980 in Betrieb gegangen. Ich habe gestern Abend noch das genaue Datum gelesen. Da gab es einen Artikel mal damals in der Mainpost. Da ist der erste Zug, ein Nahverkehrszug, an einem Montag früh, glaube ich, um 6 Uhr hier abgefahren. Das war der erste Zug, der durchs neue Stellwerk bedient wurde. Wenn man halt ein Hirn hat, wie es sieht, dann vergisst man das. Aber ihr wisst ja, wie Google zu bedienen ist und könnt es ja nachlesen, wenn es euch interessiert. Ja, und jetzt ist schon wieder eine Fahrstraße in Richtung Würzburg eingestellt worden. Hier vorne vor dem Turmmast, so leicht verdeckt, da wo die Hektometertafel 36,6 steht. Halt nicht verdeckt, sondern außerhalb vom sichtbaren Bereich, nämlich hier unten. Hektometertafel 36,6. Ich glaube, der Nullpunkt von der Strecke hier ist in Würzburg oder bei Würzburg. Wir haben also 36,6 Kilometer noch bis nach Würzburg. Oben der volle Kilometer, unten die Hektometer. Immer im Abstand von 200 Metern. Und was interessant ist, an dem Gleis links außen, also an diesem Gleis der Werntalbahn, dort haben wir eine andere Kilometrierung. Da ist es nämlich Kilometer 38,6, weil da wahrscheinlich der Nullpunkt in Wernfeld ist. Jetzt muss ich zurückschwenken. Da kommt der RE von Würzburg. Ja, und links am Bildrand steht, glaube ich, eine Vectron oder fährt eine Vectron. Oh, die ist blau, das könnte auch eine Smartron sein. Das sieht verdächtig nach einer Smartron aus. Könnt ihr euch noch erinnern, als ich das letzte Mal hier im Maintal, also schon fast ein halbes Jahr her, mit dem Fahrrad unterwegs war, es war glaube ich im letzten August, da habe ich euch erzählt, dass mir so eine Smartron in Pornolackierung entwischt ist. Ich meine, das war die gleiche Smartron in derselben Pornolackierung. Also diese Farbe von dieser EVB Smartron ist ja schon irgendwo geil, aber es schaut auch ein bisschen pornomäßig aus. Oh, da drüben quält gerade einer seinen E36 BMW Kombi. Ah, nochmal richtig aufgezündet und mal richtig einen gucken lassen. Boah, der klopft sich jetzt bestimmt richtig ordentlich auf die Schulter. So, während des Standortwechsels habe ich eine Wiener Lokalbahn Cargo Trax 3 Baureihe 187 verpasst. Dafür kommt jetzt aber eine Trax 2 rein, Railpool mit Schnee auf den Puffern. Groß geht zurück, vielen Dank.
habe keine Ahnung, wo der herkommt, aber da, wo der herkommt, hat es Schnee. Und zwar nicht gerade wenig, wenn man sich anschaut, wie die Waden untenrum voll hängen. Ich wäre ja den Winter auch noch mal gern mit der Kamera in den Schnee gefahren, aber mit den Ausgangsbeschränkungen, Corona, ich weiß nicht so recht. Ich habe da ja schon fast ein wenig schlechtes Gewissen, dass ich heute überhaupt daher gefahren bin. Aber auf der anderen Seite, ich musste mal daheim raus, weil nur zwischen Arbeit und daheim pendeln, das ist mir persönlich ein wenig zu wenig. Dafür spüre ich nach einiger Zeit eine innere Unruhe in mir drin und muss dann mal raus. Ich weiß, ihr schreibt jetzt wieder in die Kommentare rein, ich soll Corona außen vor lassen. Das ist ein Eisenbahnkanal. Demjenigen, der der Meinung ist, dass das nur ein Eisenbahnkanal ist, nein, das ist kein Eisenbahnkanal. Das ist der Kanal Alex E. Und Alex E. spricht in seinen Filmen das an, was ihn persönlich beschäftigt. Und wenn da Corona-bedingte Ausgangsbeschränkungen sind, die dem Alex Bauchweh machen, dann wird der Alex auch sagen, dass er Bauchweh hat deswegen. Denn ich bin freischaffender Künstler und da möchte ich gerne sagen können und wollen, was ich denke. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich einen oder anderen dazu bringt, auf den Daumen nach unten zu drücken, das ist mir dann aber auch egal. Denn schlechtes Feedback ist besser als kein Feedback. By the way, also nebenher gesagt, ich wollte mich eigentlich auch mal bei allen euch fleißigen Kommentare-Schreibern und diejenigen, die mich, also meinen Kanal Alex E. über paypal.me, Alex E. AE, unterstützen, bedanken, weil ihr unterstützt damit ja einfach nur mich. Ihr tut damit letztendlich zusätzlich zu den Werbeeinnahmen, die ich durch YouTube kriege, auch mir die Entscheidung leichter machen, mal neues Equipment anzuschaffen. Und ja, eure Kommentare finde ich als Rückmeldung einfach total spitze. Ich schaffe es derzeit noch, alle Kommentare zu lesen. Manch einer von euch, der schreibt ja da halbe Aufsätze. Da ist richtig Gehirnschmalz mit dabei. Hut ab, die sind nicht einfach nur schnell hingepinkelt und hingeschmiert, sondern da ist richtig Gehirnschmalz mit drinnen dabei. Das finde ich total klasse. Da sind nämlich auch Sichtweisen drinnen dabei, die zum Teil anders sind als meine eigenen. Finde ich aber gar nicht verkehrt, denn manchmal braucht man einen externen Anstoß, um seine eigene Geisteshaltung mal zu überdenken. Das finde ich total klasse. Wie gesagt, ich freue mich über jeden eurer Kommentare. Ich lese die auch. Ich versuche die auch zu beantworten, soweit es mir möglich ist. Schaffe ich aber nicht immer. Und jetzt muss ich zum Zug gucken. Da ist nämlich wieder die gelbe Gefahr unterwegs. Ich hatte, als ich gesprochen habe vorhin, schon gesehen, dass eine Fahrstraße eingelaufen ist, habe dann nur die gelbe Gefahr gehört. Jetzt habe ich gerade meinen Kopf gewendet und gesehen, dass die Fahrstraße für die Containereisenbahn, die da hinten auf mich zukommt, ist. Ach, da fällt mir noch ein, da hat einer in die Kommentare reingeschrieben, wenn ich in die Kamera reinspreche, sollte ich doch gefälligst mal Augenkontakt zur Kamera halten, weil das würde sonst unfreundlich wirken. Ja, verdammt nochmal, das weiß ich selber, aber wenn ich alleine unterwegs bin, nichts verpassen möchte, was auf den Gleisen abgeht und gleichzeitig in die Kamera spreche, dann muss ich Prioritäten setzen. Meine Priorität ist dann, dass ich versuche, möglichst viel von dem, was auf der Schiene stattfindet, aufzunehmen und dazu muss ich da hingucken. Und ich schiel anscheinend nicht gut genug, um gleichzeitig den Eindruck zu erwecken, dass ich in die Kamera gucke und gleichzeitig ans Gleis. So, ich glaube, jetzt habe ich mich genug ausgekotzt über das, was mich so stört. So, was haben wir da? Das ist eine Trax 3.
Baureihe 187. Die 187349 vom Vermieter bzw. Leasinggeber Railpool. Ah, ich liebe dieses rhythmische Scheppern von Eisenbahnradsätzen auf weichen Herzstücken. Hört man natürlich nur auf normalen Weichen. Denn auf Weichen mit beweglichen Herzstücken ist ja diese Unterbrechung der Fahrkante nicht gegeben. Da rollen die Radsätze drüber, um genau eben diesen Stoß zu verhindern. So, der verschwindet da hinten um die Kurve in Richtung Wernfeld. Und dann schaut mal, links der Bildmitte ist dieser gelbe Mast, der da so 1,25 Meter hoch ist. Rechts daneben steht ein Schildmast, wo drauf steht, man soll die Gleise nicht überqueren. Und dazwischen drin auf dem Boden schwarzes Dreieck, weißer Rand. Eine 1 ist drauf zu sehen. Das ist ein ZS3 als Formsignal. Das SKL fährt übrigens los auf HP2 und ein VR0 mit diesem Licht, das dem Lokführer anzeigt. Dein Bremsweg ist verkürzt gegenüber dem der Strecke. Das heißt, der schleicht jetzt also raus. Aber man hat wieder schön gesehen, wie die Relais zurückfallen. Und seine Fahrstraße geht wahrscheinlich dem Fahrweg des Güterzugs hinterher. Und deswegen, jawohl, jetzt ist rechts. Seht ihr das überhaupt? Ja, das könnt ihr sehen. Ist das Hauptsignal wieder auf Fahrt gegangen, hinter der Brücke drunter durch. Und jetzt ist praktisch die Fahrstraße für das SKL nachgestellt worden. Ja, wo war ich stehen geblieben? Beim ZS3 als Formsignal steht da unten, ist der Geschwindigkeitsanzeiger, sagt dem Lokführer, hey Lokführer, ab hier gilt Tempo 110. Der Wert dieser Zahlen mal 10 ist der Wert in kmh, was die Strecke hergibt. Natürlich darf nicht jeder Zug die 110 kmh auch fahren, denn die Höchstgeschwindigkeit der Züge ist immer davon abhängig, was ist die niedrigste Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge, aus denen der Zug gebildet ist. Und erschwerend kommt noch dazu, es kann nämlich auch manchmal sein, dass der Zug trotz Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit langsam fahren muss, weil er zum Beispiel nicht das Bremsvermögen erreicht, das für die Geschwindigkeit auf der Strecke erforderlich ist. Sollte das so sein, es wird ja vor jeder Zugfahrt eine Bremsberechnung gemacht, meldet sich der Lokführer mit dem Wert von Bremshundertsteln, Bremsprozenten, was diese Berechnung ergeben hat, bei der Betriebszentrale von DB Netz und erbittet von denen Weisung. Die haben dann Tabellen bzw. ein Computerprogramm, wo sie nachschauen und da steht dann drinnen, ah ja, wenn er nur so und so viel Prozente hat, darf er auf der und der Strecke eben nur so schnell fahren. Das wird dann per Fahrplanmitteilung dem Lokführer übermittelt und dann fährt er eben dementsprechend langsamer. So, dort vorne neben dem SKL habe ich erst gedacht, da kommt ein LKW auf der Straße, aber das sind eindeutig drei Spitzenlichter. Was ist denn das für eine schwarze Lok? Was ist denn das? Ich kann es von hier aus nicht erkennen, aber es wirkt von weitem nicht wie eine Lokomotive, wobei von der Anordnung vom Spitzensignal her, mit dem dritten Licht oben, müsste es eine Vectron sein. Könnte eine schwarze Vectron sein. Wie gesagt, ich habe heute auch die Kontaktlinsen nur drinnen. Oder ist das auch ein SKL? Das ist auch ein SKL, von wegen schwarze Vectron oder sonst irgendwas. Also die Kontaktlinsen taugen halt echt eigentlich nur für Sport, Schwimmbad, Strand bei mir, aber nicht für den Alltag. Also da kommt die nächste gelbe Gefahr, wieder ein SKL, andere Bauart.
was an dem Gerät dranhängt, auf diesem ersten Flachwagen. Da sind zwei Kräne drauf, fest montiert. Mit denen kann man solche Schienen, wie sie drauf sind, abladen und aufladen. Und auf dem zweiten Wagen in dieser roten Kiste, da ist entweder der Stromaggregat für die Kräne drin, falls die elektrisch betrieben werden, oder das Hydraulikaggregat, falls diese Kräne hydraulisch betrieben werden. Aber so wie ich das hier erkennen kann, ist da ein Elektromotor unter dem Galgen vom Kran drunter. Also ist es ein elektrischer Antrieb der Kranwinde und somit ist es kein Hydraulikaggregat, sondern ein Stromgenerator. Am linken Rand hinter diesen Rungenwagen, die da abgestellt sind, da kommt ein Autotransportzug rein mit diesem geschlossenen ARS Altmann Autotransportwagen. Also denke ich jedenfalls von der Farbe her. Und jetzt muss ich euch mal diese Einstellung zeigen, denn das SKL, also diese gleisfahrbare Baumaschine, es ist ja kein SKL mehr, es ist ja kein Schwerkleinwagen mehr. Die Bezeichnung wurde ja auch mal irgendwann geändert. Der fährt jetzt als Rangierfahrt, HP0 am Hauptsignal, neben diesem Turmmast, darunter SH1. Jetzt ist die Rangierabteilung gleich vorbei, sowie das Stellwerk erkennt, dass der gleisfreie Meldeabschnitt frei ist, wird das SH1 normalerweise verlöschen und das Signal fällt wieder auf HP0 zurück. Jetzt ist es passiert. Ja, und dort links vor diesem Altmann Autotransportzug, da ist eine blaue Vectron eingefahren, hängt da vorne dran. Blaue Vectrons sind meistens Smartrons, also gehe ich mal davon aus, dass das eine Smartron ist. Der hält da jetzt, mal gespannt, ob da Lokführer absteigen, ob dort ein Personalwechsel stattfindet, wie lang der steht, ob wir das noch erleben, wenn der hier vor unserer Nase vorbei ausfährt, denn wenn ich die Gleisverbindung so anschaue, schade, gibt es vor dem doch noch eine Weiche, dass der ein Gleis weiter rüber kann. Also direkt vor der Nase wird er nicht vorbeifahren, aber zumindest ein Gleis nebendran. Eben ist ein Lokführer abgestiegen. Also doch Personalwechsel. So, das war kein Personalwechsel, wenn ich das richtig interpretiert habe. Das war nur ein Lokführer, der mal kurz abgestiegen ist, um eine Stange Wasser abzuschlagen. Muss ja auch mal sein. Denn die Frage, die schon oft kam, was macht denn der Lokführer, wenn er mal aufs Klo muss? Hat er denn eine Toilette in der Lokomotive drinnen? Kann ich jetzt auch gleich beantworten, aber erst, wenn die Smartron hier vorbei ist.
Ja, die EGP Smartron, es war tatsächlich eine Smartron, hat dann da diesen Altmann-Autozug auf die Strecke raus beschleunigt. Gefällt mir ja sehr gut. Bin froh, dass ich das Objektiv noch gewechselt hatte vorher. Ja, Thema Toilette, Lokführer. Hab glaube ich vorhin schon gesagt, in den Loks gibt es keine Toiletten drinnen. Also in den deutschen Lokomotiven nicht, in den ÖBB Taurus Lokomotiven auch nicht. Auf anderen Loks war ich nicht ausgebildet, da kann ich nichts dazu sagen. Könnte mir vorstellen, in einigen osteuropäischen Ländern, dass da sowas drinnen ist. Ich weiß aus alten Lokomotiven, es gab früher mal, ja, ich nenne es mal einen Trichter mit Rohr nach unten, wo die Herren der Schöpfung sich da vorstellen konnten und zumindest mal den Tee und den Kaffee da rein ablassen konnten. Mittlerweile gibt es ja auch einige Frauen im Lokführerberuf, die hätten damit sicher ihre helle Freude, da reinzuzielen. Wahrscheinlich hätte auch die Höhe nicht ganz gepasst. Ja, Fakt ist, es gibt keine Toiletten in den Zügen. Als ich damals noch gefahren bin, hatten wir ja recht häufig die Leistung des ICE Sprinter von Frankfurt am Main Hauptbahnhof nach Berlin Ostbahnhof zu fahren. Es waren 3 Stunden 45 reine Fahrzeit. Von Frankfurt bis Berlin-Spandau ohne Halt, das war immer richtig scheiße. Denn man ist früh um 6.13 Uhr, glaube ich, in Frankfurt losgefahren oder 6.14 Uhr. Hat natürlich vorher ein bisschen Kaffee getankt gehabt, weil früh am Morgen braucht man ja ein bisschen Stadtpilot, um fit zu werden. Ja, und dann ging spätestens ab Hannover-Messe-Laatzen, der ist über Messe-Laatzen gefahren, der Zug, und dann über Nisburg, weiter in Richtung Lehrte und dann auf die Ausbaustrecke, Schnellfahrstrecke Richtung Berlin. Da ging dann das Problem los, dass irgendwann die Tränen in den Augen angefangen haben, gelb zu werden. Ich habe es dann recht häufig so gemacht, da der einen Fahrzeitpuffer hatte in Lehrte Güterbahnhof und da sowieso mit 40 durch den Güterbahnhof durchfahren musste, um sich dann einzufädeln, dass ich da zwischen den abgestellten Güterwaggons mal schnell angehalten habe, bin abgestiegen, Stange Wasser abgeschlagen und dann ging es weiter. Ich denke mal, das werden viele andere Lokführer auch schon so gemacht haben. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich persönlich habe es nicht gemacht. Ich finde es ein bisschen eklig, aber ich kenne das Ganze von LKW-Fahrern aus Erzählungen. Da werden dann halt Flaschen mit einem großen Flaschenhalsdurchmesser genommen. Und diese Flaschen werden halt dann unter das Gemächt drunter gehalten während dem Fahren. Und dann bei Gelegenheit wahrscheinlich aus dem offenen Fenster raus entsorgt. Denke ich mal, stelle ich mir so vor. Ja, grundsätzlich muss man halt als Lokführer seine Blase ein bisschen trainieren. Denn normalerweise hat man außer an den Halten im Fernverkehr oder an den Halten im Güterverkehr, wo sowieso planmäßig gehalten wird, wo man Abstand kriegt, keine Möglichkeit. Im Güterverkehr stelle ich mir es ein bisschen einfacher vor, da bin ich nie selber gefahren, das wisst ihr ja mittlerweile. Da spricht man in der Regel mal mit dem Fahrinstallateur, du Fahrinstallateur, wie schaut's denn aus, vor mir, hinter mir, laufe ich vielleicht sowieso auf oder ist hinter mir die Strecke mal frei, kann ich mal kurz anhalten, ich müsste mal kurz aufs Klo gehen und dann findet man in der Regel eine Lösung und dem Fahrinstallateur hilft es zumindest mal beim Disponieren. So, das SKL scheint da jetzt eine Ausfahrt gekriegt zu haben. Jawohl, so ist es. An dem Hauptsignal, dass der Fahrt zustimmt, haben wir HP2 unten drunter, das Vorsignal ist für einen anderen Fahrweg, ist dunkel. Jetzt kommt's, Achtung, ohne dieses Zusatzlicht Kennlicht, denn hier wird davon ausgegangen, wenn das Hauptsignal oben angesteuert wird, dann ist das Vorsignal unten auch intakt, da muss man das nicht mitteilen, dass es nicht funktioniert. Dann haben wir dort weiter hinten im Fahrweg eine weiß leuchtende 6, das ist ein Signal ZS3. Fahrt 60, oh, jetzt hat der Autofokus falsch fokussiert. Das heißt, ab diesem ZS3 ist 60 als zulässige Geschwindigkeit. Das heißt, vor dieser 60 war eine Weiche mit einem Abzweigradius von 40 gewesen. Ab da, wenn er mit letzter Achse an diesem 60 vorbei ist, darf er 60 fahren. Und dann ist dort weiter vorne im Fahrweg, was jetzt in Bildmitte ist, ist dann das nächste Vorsignal im Fahrweg, was dann auch für diese Fahrt gilt. Und dieses Vorsignal zeigt die Stellung VR1 an. Dort steht noch ein Hauptsignal, aber das zeigt uns, glaube ich, den Rücken, wenn ich das richtig erkenne.
Von da vorne her steht auch schon wieder eine Einfahrt ins durchgehende Hauptgleis gemünden, wenn ich das hier so richtig erkenne. Das heißt, von da vorne kommt dann demnächst bald wieder was. Stell fest, dieses Filmchen heute wird dann einiges mit Körperfunktionen zu tun haben. Zuerst habe ich mich ausgekotzt, ein bisschen beschwert über Sachen, die mir gestunken haben in Kommentaren. Ja, und jetzt habe ich eure Frage zum Thema Toilettengang von Lokführern, glaube ich, recht ausführlich beantwortet. Also es gab, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, früher mal Loks mit so einem Trichter drinnen, gibt es nichts mehr. In den USA haben die Lokomotiven eine Chemietoilette drin, das weiß ich. Und da müssen die Lokführer bei der Leitstelle Bescheid sagen, wenn sie die Chemietoilette benutzt haben, dass die dann schnellstmöglichst sauber gemacht wird, weil es vorne in der Nase von der Lok drin ist, vorm Führerstand, dass da die Geruchsbelästigung, also dass es nicht stinkt halt, ne? Dass das möglichst schnell beseitigt wird. Aber ich glaube, da vorne kommt mein Albert raus. Ah, geil! Die 152 wisst ihr ja, dass ich total klasse finde und dann auch in dieser Albatros-Folierung. Wow, cool. Gestern hat mir ein Bekannter geschrieben, er hat sie in Aschaffenburg rangieren sehen. War ich noch ein bisschen neidisch, weil ich gestern einen Arschnitt hochgekriegt habe. Ich wollte nämlich eigentlich gestern mal in die Spessartrampe rausfahren, aber das wisst ihr ja schon. Aber ich hatte dann gestern doch keinen Bock gehabt. Dein Zugmeter hat es gerade Schnee runtergehauen auf diesen Kesselwagen vor der orangenen Plane. Ja, das schaut auch ganz krass aus. Oh, auch nicht schlecht. Da drüben, da kommt eine Frau 90 gefahren. Dem Gleis nach, wo die durchkommt, müsste das die Übergabefahrt aus Hammelburg sein, die dann jetzt von Hammelburg zurückkommt und über die Werntalbahn nach Schweinfurt fährt. Die habe ich ja schon im letzten Jahr in 2020, im Sommer, als es etwas wärmer war, zweimal verewigt auf der Saaletalbahn bei Gräfendorf. Ja, und jetzt erwische ich sie hier in Gemünden. Frau 90 in Form von 294753-3. Diese V90 fährt an zwei Tagen in der Woche, an drei Tagen glaube ich, nach Lohr am Main. Dort ist ja ein bisschen Glasindustrie, die bedient wird, auf dieser alten Strecke Richtung Markt Heidenfeld, beziehungsweise Wertheim war es glaube ich gewesen. Und an zwei Tagen in der Woche fährt sie nach Hammelburg. Alle Fahrten beginnen und enden in Schweinfurt und dann fährt sie über die Werntalbahn. Als ich an der Werntalbahn war, das müsste im zweiten Teil sein, da habe ich sie ja erwischt an einem Bahnübergang bei, oh ja, Namen sind Schall und Rauch, irgendwas mit Schön, glaube ich, Schönerz hieß der Weiler, meine ich, wo ich sie erwischt habe. So, dort vorne bei der V90, da leuchtet jetzt ein VR2, also Langsamfahrt erwarten, mit unten drunter einem rot leuchtenden, sage ich schon, mit einem gelb leuchtenden Sechser, das ist ein ZS3V, Kennziffer 6. Heißt also praktisch Langsamfahrt mit maximal 60 km/h am nächsten Hauptsignal erwarten. Lokführer drückt wachsam bei der Vorbeifahrt, kriegt eine 1000 Hertz Beeinflussung, wird abhängig von der Zugart, die er hat, gezwungen unter 85, 70 bzw. 55 km/h zu bremsen. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Werte verhunzt, weil ich bin ja noch so ein Kind von der alten LZB i80, habe da manchmal noch die Geschwindigkeiten im Kopf. Ja, V90 um die Ecke, Albatros durch, cool. Eigentlich hat sich der Tag schon gelohnt, hierher zu kommen. Das Wetter ist zwar nicht so toll, wie ich mir das erhofft hatte, als ich gestern den Wetterbericht nochmal geschaut habe, aber was willst du machen?
So, es waren jetzt mal ein paar Minuten Flaute gewesen. Ich habe die Zeit genutzt, habe ein paar Sachen bei YouTube hochgeladen als Story. Die Handynutzer von euch können das ja angucken, also die, die YouTube auf dem Handy nutzen. Ich habe auch mal ausgecheckt, ungefähr da vorne, wo vorhin die Smartron stand, beziehungsweise links von den Rungenwagen. Dort mit Blick auf dieses Lagerhaus rechts wollte ich mich eigentlich mal hinstellen. Da ist aber durch die Rungenwagen die Sicht auf die Gleise leicht mau. Vor allem kann man auch Richtung Würzburg kaum was erkennen. Deswegen habe ich mir jetzt mal ein Alternativziel ausgeguckt. Und zwar habe ich schon Fotos gesehen auf der Seite Drehscheibe Online, die übrigens kostenlos und für jedermann zu benutzen ist, die von der Ruine Scherenburg, das ist rechts oberhalb vom Bahnhof, aufgenommen worden sind. Und da werde ich dann mal hingehen, nachdem der RE durch ist. Okay, der Zwischenstopp auf dem Weg zur Burg. Weil sich halt unten gerade zwei Türzüge begegnen. Die Metrans 187 Richtung Westen. Das andere war der DB Cargo Trax. Zwei, glaube ich, mit diesen geschlossenen Wagen in Richtung Osten, also nach links von hier aus gesehen. Ich bin gerade ein bisschen außer Atem, bin den Berg hier hochgestrampelt, der ist minimal kacksteil. Ich bin jetzt auf der Scherenburg angekommen. Hier in diesem Gemäuer, dieser Burgruine, finden in den Sommermonaten, also in den bayerischen Sommerferien, Theater-Freilichtaufführungen statt. Wenn es gerade Corona ist und im Winter hat dieser Turm hier eine Leuchtinstallation drauf wie eine Kerze. Und dort unten sind die Türme, ich glaube von der ehemaligen Stadtmauer, und dann diese aufgeständerte Bahn, noch ein Kirchturm. Dort vorne steht die Einfahrsignalphalanx von der Nord-Süd-Strecke her kommend, beziehungsweise von der Strecke von Lohr, Aschaffenburg herkommend. Wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, ich meine, das sind Zwischensignale und keine Einfahrsignale, die da stehen. Die Einfahrsignale müssten noch viel weiter draußen stehen. Dann kommen hier diese Bögen, bei denen die Saale unten drunter in den Main reinfließt. Dann die Brücke mit der blauen Unterkonstruktion. Das ist die Brücke, von der aus die meisten Eisenbahnfreunde hier in Gemünden die Bilder machen, weil man da direkt in die Einfahrzugstraßen Gemünden reingucken kann. Ein bisschen oben drüber die Betonbrücke, das ist die Brücke von der Schnellfahrstrecke Würzburg-Fulda. Dort drüben oben am Wald, da war ich letzten Sommer mal gestanden, der ein oder andere von euch hat das Video gesehen, wo der ICE1 auf mich zugetobt kam. Das war, als die Regionalexpress-Züge ohne Streckenkenntnis umgeleitet worden sind, weil in Würzburg-Zell oder Pfalz-Höchheim ein Personenunfall war. Dann haben wir dort draußen unten ein Gleisdreieck, das die Altbaustrecke von Burg Sinn her, also die Nord-Süd-Strecke her, mit der Strecke Richtung Aschaffenburg verbindet. Etwas weiter hinten, dort in den Wiesen vor der Schnellfahrstrecke, dort fließt die Sinn in den Main hinein. Und dann haben wir dort nach rechts rausgehend, etwa über der Dampfabgasfahne von diesem Kamin, die Saaletalbahn und dann weiter hinten am Waldrand liegend die Strecke ins Sinntal, die Nord-Süd-Strecke hoch. Na, jetzt bin ich mal hier oben. Eine Kamera, ich habe nämlich heute das große Besteck dabei, steht dort unten auf dem Boden. Ihr seht sie, die macht eine Zeitrafferaufnahme. Während ich jetzt hier hochgefahren bin, war dort unten einiges geboten.
Da ist der Coradia Continental, ist von rechts aus Richtung Lineck-Buxin eingefahren. Es ist ein Güterzug ausgefahren und von Aschaffenburg und nach Aschaffenburg ist auch gleichzeitig noch ein Güterzug gefahren. Also war jetzt gerade richtig großes Kino. Es ist zum Teil auf der Zeitrafferaufnahme drauf, aber leider nur zum Teil. Denn da habe ich leider zu lange gebraucht, um den Berg hier hochzukommen. Aber trotzdem geil. Ich war hier noch nie gewesen, denn das ist eigentlich eine Stelle, die ist bei Sonnenschein nur bedingt nutzbar, weil die Sonne so über den Tag wandert von da nach da. Man hat also ziemlich viel Gegenlicht, aber jetzt ist er nutzbar. Und dann müsste da unter der Brücke auf der Altbaustrecke von Lohr her gleich ein Güterzug in Sicht kommen. Den habe ich nämlich etwas weiter hinten über der Schnellfahrstreckenbrücke links durch Langenbruzelden durchfahren sehen. Müsste jeden Moment in Sicht kommen. Ja, und während ich hier hochgeradelt bin, ist auf der Schnellfahrstrecke von rechts nach links, also von Fulda in Richtung Würzburg, ein ICET einteilig drüber gerauscht. Das ist die Linie 25. Die Fernverkehrszüge sind zum Teil von der Sitzplatzkapazität her etwas abgesenkt. Die Linie 25 ist ja diese Linie, die von Hamburg bzw. Bremen sich in Hannover vereinigt und dann nach München weiterfährt, vereinigt mit zwei Zugteilen. Die ist zurzeit geschwächt. Da gibt es ein Pendel Bremen-Hannover, Hannover-Bremen, Bremen-Hannover, Hannover-Bremen, Hannover-Bremen, Bremen-Hannover. Und dann eben die einteilige Fortführung des Hamburger Zugteils in Richtung München. So, das ist ein Gaskessel mit einer SBB Cargo Trax vorne dran. Ich möchte fast behaupten, das ist der Gaskessel, der mir auf der Werntalbahn in der Ortslage Müdesheim begegnet ist. Da war nämlich einer. Jetzt überquert er die Fränkische Saale. Und verschwindet im Bahnhof Gemünden. Ich habe euch ja gesagt, ich habe das große Besteck dabei. Deswegen kann ich jetzt mit den Brennweiten ein bisschen spielen. Und der Coradia Richtung Lineck hat gerade eben verloren gegen eine DB Cargo Vectron, die jetzt in Sicht kommt mit ihren, was sind das, Sattelauffliegern in Richtung Aschaffenburg. So, das ist das angesprochene Gleisdreieck. Dort rechts beim Umspannwerk. Das ist der Abzweig Zollberg, soweit ich weiß. Der andere Teil, wo man von Lineck her einbiegt, das müsste der Abzweig Sinnberg sein. Kann auch sein, dass die beiden genau rumgedreht sind. Ja, könnte man nachgucken, habe ich gerade keinen Bock dazu. Ist auch relativ unerheblich. Das eine ist der Abzweig Sinnberg, das andere der Abzweig Zollberg. Sind ein paar hundert Meter voneinander getrennt. Und auf der Saaletalbahn, ungefähr hier, kommt die Erfurter Bahn mit ihren Stadler Regio Shuttle reingefahren. Ich zoome mal ein Stück raus. Hinter dem Regio Shuttle sieht man die Gleise von Lineck. Ja, und so sieht es dann aus, wenn man aus der Entfernung Fahrgastzählung machen möchte. Oh, das war ein Schuss, möglicherweise im Wald am gegenüberliegenden Berg. Gibt es jetzt vielleicht ein Rehlein oder ein Wildschweinchen weniger? Und weg ist er. So, da ist nochmal TX Logistik, Responsibility drüben. Sind ungefähr 2 Minuten vergangen seit dem DB Cargo Vectron.
Sieht ein bisschen aus, als ob die Lok in den Textmarker gefallen ist. Nietzsche über die Schnellfahrstrecke drüber. Gerade noch so erwischt. So, man sollte das Stativ festschrauben, bevor man es loslässt. Das hilft ungemein. Ansonsten kommt das raus, was gerade passiert ist. Also wie gesagt, ich war noch nie hier oben auf dieser Scherenburg. Das ist aber echt cool hier, gefällt mir. Da fährt ein Intercity auf der Schnellfahrstrecke, man nennt ihn den Covident Express, Intercity 2082-2084 mit der Baureihe 101, die gerade eben im Tunnel verschwunden ist. Ha, cool! Freude! Da auf der Schnellfahrstrecke fährt. Das ist ein 628. Nicht brechtsam. So, das war das Mittagsläuten hier in Gemünden. 12 Uhr. Was leider nichts mehr klappt, ist, dass der Güterzug, der jetzt gleich ins Bild kommt, der von DB Cargo, noch mit dem Mittagsläuten hier durchfährt. Finde ich ein kleines bisschen schade. Aber man kann nicht alles haben. Dafür ein 628 auf der Rennbahn, das hat auch was. Auf den habe ich jetzt die ganze Zeit gewartet, der Twin Decks um 12 Uhr Richtung Aschaffenburg. Der hat wohl geringfügige Verspätung. Warum auch immer. Ja, jetzt ist es 12 Uhr. Ich bin seit um 9 Uhr, also 3 Stunden bisher unterwegs hier in Gemünden. Mittlerweile werden meine Gliedmaßen dann doch ganz schön kalt. Das heißt, das wird der letzte Twin Decks dieser Relation sein. Denn der nächste Twin Decks in dieser Richtung
in dem sitzt der Alex drin und fährt mit dem nach Hause. Denn dort wartet immer noch der neue Mitarbeiter, der Freddy. Das finde ich ja cool, wie ich euch da so auf die Folter spannen kann, anscheinend manche. Ja, manch einer drängelt schon, er möchte unbedingt den Freddy vorgestellt kriegen. Da hinten kommt gleich der nächste Güterzug, fast im Blockabstand hinterher. Ja, Freddy werde ich euch noch ein bisschen vorenthalten müssen, denn Freddy ist ganze 4 Monate alt. Und Freddy muss noch ein kleines bisschen größer werden. Ich denke mal, wenn das Wetter dann wieder schöner ist und die Sonne ein bisschen mehr scheint und ich mal im Spessart unterwegs bin, dann wird mich Freddy mal begleiten. Manch einer von euch hat ja schon getippt, wer oder was Freddy ist. Da sind ganz gute Tipps dabei gewesen. Ich möchte aber bisher noch nichts dementieren oder bestätigen und genieße es einfach, eure Ungeduld, eure Spannung da ein bisschen, mitzukriegen, zu spüren, zu erleben. Das ist eine LZ, also eine einzeln fahrende Lokomotive. Dazu kamen auch immer wieder Fragen von euch auf, warum denn solche Lokomotiven einzeln fahren, was da der Grund dafür ist und überhaupt. Ja, der Grund ist ganz einfach der, es gibt viele. Zum einen, es kann sein, dass irgendwo eine Lokomotive kaputt gegangen ist und diese als Austauschlok dahin unterwegs ist. Es kann sein, dass diese Lokomotive zu einer großen Instandhaltung zu einem der Werke, also nicht der normalen Bahnbetriebswerke, wo Kleinreparaturen gemacht werden, sondern wie zum Beispiel ins AW nach Cottbus oder sonst irgendwas überführt wird. Es kann sein, dass irgendwo ein Loküberhang ist und diese Lokomotive in dem Fall oder wann anders mehrere Lokomotiven einfach leer zurückfährt. Also, auf Deutsch gesagt, es gibt immer irgendwo im Bereich des Netzes ein Ungleichgewicht mit Lokomotiven und das muss ausgeglichen werden. In der Regel versucht man die Lokomotiven nicht LZ über die Strecke fahren zu lassen, denn das tut ja die Kapazität der Strecke vermindern und es kostet auch Geld, weil man einen Lokführer extra braucht, der da drauf sitzt, der die Lokomotive fährt. Die fahren sich ja zum Glück bisher noch nicht alleine und dann hängt man die in der Regel an andere Züge mit hin. Aber geht halt nicht immer oder manchmal ist Not am Mann. Und deswegen kommt es halt immer wieder mal zu solchen Situationen. So, die eine Trax fährt an und die andere Trax habe ich gerade von links gehört. Sind ein bisschen unverschämt, da unten in dem Gemünden macht irgendeiner den totalen Krach. Ob der nicht weiß, dass hier oben Filmaufnahmen stattfinden, kann der nicht einfach ein bisschen Rücksicht nehmen. Also ist eine bodenlose Frechheit, was die Leute sich hier so alles erlauben. Also echt unverschämt. Kein Respekt vor der Kunst mehr. Nee, nee, nee. Der Satz schließt jetzt natürlich ein, dass alle Gemündener Kunstbanausen sind. Habe ich genau so gesagt, logischerweise. Wenn man sich das Ganze auf der Landkarte nochmal anschaut, dann ist es schon krass, was die Strecke hier in Gemünden für einen Bogen macht, wo sie dem Verlauf des Mains folgt. Wenn man das im Vergleich mit der Schnellfahrstrecke sieht, was da die Altbaustrecke für einen riesen Umweg fährt, um diesen Berg dort drüben herum. Liegt auch noch ein bisschen Schnee oben drauf. Das ist schon echt krass. Und die Schnellfahrstrecke, die ja in Würzburg rausgeht und dann dort oben auf diesem Bergrücken entlang geht, die muss ja auch erstmal ordentlich Höhe gewinnen. Und dann muss sie letztendlich vom Betriebsbahnhof Rohrbach aus, der dort oben irgendwo auf dem Berg liegt, an Höhe wieder verlieren.
um dann dort das Maintal queren zu können auf dieser Schnellfahrstrecke. Und dann, wenn man jetzt durch die Hügel durchgucken könnte, da hinten an Langenbruzelten vorbei, würde der Abzweig Nantenbach kommen, wo ja die Strecke auch schon elendig an Höhe verloren hat. Und dann sieht man da diese schneebedeckten Berge dort oben drauf, ungefähr jetzt am linken Bildrand, etwa da. Da liegt ja auch das Pumpspeicherwerk Langenbruzelten. Dort wird mit Nachtstrom Wasser hochgepumpt in zwei Oberbecken oder zwischen den beiden Oberbecken hin und her gepumpt. Genau weiß ich das nicht. Ist ein Bahnstromkraftwerk, also für 16,67 Hertz oder altmodisch 16,2 Drittel Hertz. Und das wird dann zu Spitzenlastzeiten, also zur Hauptverkehrszeit, frühs und abends wahrscheinlich, von oberen Becken abgelassen, um dann in diesen Turbinen die Spitzenlast im Bahnnetz zu decken, also reine Regelenergie, und finde das schon krass. Ja, viele von euch haben auch schon geschrieben, ich sollte mal dort hochfahren und mal ein Video von diesem Pumpspeicherkraftwerk machen. Nee, werde ich nicht tun, denn zum einen, man sieht dort herzlich wenig, außer zwei riesengroße betonierte Becken, wo ein Zaun außenrum ist. Wenn ihr mal drauf googelt, findet ihr ein paar Fotos davon. Und das Kraftwerksgebäude selber, ich habe es noch nicht so richtig gefunden auf Google Earth. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Kavernenkraftwerk ist oder ob das Gebäude einfach wesentlich kleiner ist, als ich mir das vorstelle, und klein und unscheinbar ist. Ja, stellt euch zwei betonierte Wasserbecken vor mit einem Zaun außenrum und ein bisschen Wald. Und das war es letztendlich. So, die Saaletalbahn fährt wieder aus mit ihrem Regio-Shuttle. Also die Erfurter Bahn, nennt sich ja mittlerweile nur noch Erfurter Bahn, haben zwar immer noch das EIB auf ihren Fahrzeugen stehen, das I steht ja für Erfurter Industriebahn, das tun sie mittlerweile still, heimlich und leise verschweigen. Ja, und als ich angefangen habe bei der Eisenbahn 1997, habe ich dann auf dieser Strecke damals meine ersten Gehversuche als Eisenbahner, hätte ich beinahe gesagt, gemacht. Und zwar hat mich der Lehrlokführer damals gebeten, obwohl ich ja Fallsatter Azubi bin, ich müsste unbedingt die andere Seite der Eisenbahn kennenlernen und müsste dort mit auf dem Führerstand, und dann bin ich unter seiner Aufsicht gefahren. So, guck mal, was da unten fährt. Das könnte eine WFL-Trax sein, Wedler Franz Logistik, ganz sicher kann ich es nicht sagen. Schaut auf jeden Fall recht cool aus. Ja, und dann habe ich damals auf dieser Saaletalbahn auf der Baureihe 212, also der West-V100 mit dem Karlsruher Steuerkopf, meine ersten Fahrerfahrungen gemacht, was dann dazu geführt hat, dass ich den Fallsetterberuf nach der Ausbildung so schnell wie möglich den Rücken gekehrt habe und versucht habe, in die Lokführerei reinzukommen. Also das war damals das Beste, was mir der Lehrlokführer machen konnte, dieses Angebot, unter seiner Aufsicht Lok zu fahren. Das war echt genial. So, jetzt tue ich mal die WFL-Lok ignorieren und schwenke mal hier rüber. Denn die Erfurter Bahn hat hier an einem Haltepunkt gehalten. Und zwar hier ungefähr in Bildmitte. Das ist der Haltepunkt Kleingemünden, wenn mich nicht alles täuscht. Den gab es damals zu meiner Zeit noch nicht. Etwa dort draußen steht das Einfahrsignal, wenn man von der Saaletalbahn kommt nach Gemünden rein. Und das Einfahrsignal, das war immer ein richtig geiler Christbaum. Da hat man von oben her beginnend gehabt. Ein ZS3, also ein Geschwindigkeitsanzeiger, weiß leuchtend mit der Kennziffer 6. Dann kam als nächstes die grüne Lampe des HP2 oben, dann die gelbe Lampe des HP2 unten. Damit war der Hauptsignalschirm abgedeckt. Dann kam der Vorsignalschirm mit gelb-grün, VR2, Langsamfahrt erwarten. Und noch ein ZS3V mit dran dabei, entweder mit der Kennziffer 4 in gelb leuchtend, also als Vorankündigung, oder je nachdem, wo man in Gemünden reingelassen worden ist, wie viel Durchrutschweg war, zum Teil auch mit der 3 als verkürzter Durchrutschweg Einfahrt. Und das war echt ein cooler Christbaum, wenn man da von Bad Kissingen gekommen ist. Also eigentlich nichts Besonderes, aber für mich damals als neuer Bahn-Azubi, der ja die Eisenbahn nur von ab und zu mal in Tüngersheim bei der Verwandtschaft zu sein gekannt hat oder aus dem Märklin-Katalog, war das echt schon was Besonderes, dieser Christbaum. Oh, da tobt ein 402 mit Rennbahn. Da ist er, das mal habe ich ihn rechtzeitig gesehen. Sehr cool, sehr, sehr schön. Es gibt ja fast schon wieder ein One-Take hier oben auf der Scherenburg.
und schwupp ist er im Tunnel weg. Ja, diesen Haltepunkt Kleingemünden, den gab es damals wie gesagt noch nicht, aber das Einfahrsignal müsste noch dasselbe Einfahrsignal sein oder es ist das gleiche, ach wurscht, egal. Und das fand ich echt cool. Jetzt muss ich mal ein bisschen höher schwenken, denn dort drüben am Waldrand, jetzt so unmittelbar hinter diesem Möbel-Better-Schild vorbei, müsste jetzt gleich der Nahverkehrszug aus Richtung Burgsinrinek kommen. Da kann man so leicht erkennen. Ich zoome euch mal ein bisschen rein. Ja, mehr Zoom hat das Objektiv gerade nichts mehr. Rechter Bildrand. Der Coradia Continental, der jetzt von der Nord-Süd-Strecke herunterkommt. Jetzt sieht man wieder. Jetzt macht er da so einen schönen majestätischen Bogen, um dann nach Gemünden einzufahren. Das war ja früher auch ein bisschen anders gewesen, als in Rieneck der Bahnhof noch nicht umgebaut war. Da gab es nur einen Bahnsteig. Ich meine in Fahrtrichtung Gemünden-Fulda auf der linken Seite. Da mussten dann die Züge aus Gemünden, also die mit Halt in Rieneck, immer ins Gegengleis ausfahren, dass sie dann in Rieneck an den Bahnsteig konnten. Und dann sind die bis Rieneck, war damals glaube ich ein Bahnhof, sicher bin ich mir nicht, gibt mit Sicherheit Leute von euch, die diese Lücken füllen können. Und dann sind die da im Gegengleis gefahren, dass die an den Bahnsteig rangekommen sind, um dann wieder aufs Regelgleis übergeleitet zu werden, irgendwann einmal. Als wäre das Mopsgesicht, dieser Alstom Coradia Continental von DB Regio, an den beiden Stadtmauertürmen vorbei, an der Kirche vorbei und verschwindet dann in Kürze außerhalb von meinem Sichtbereich. Ah, und der Kunstbahnhauser hat sein Gerät wieder entdeckt. Wahrscheinlich die Mittagspause jetzt rum. So, und ich werde jetzt hier noch einen Zug abwarten, hier oben. Dann gehe ich runter zum Bahnhof. Den Standort auf der Straßenbrücke, den werde ich nicht mehr aufsuchen, denn vorhin auf der Überführung am Bahnhofsende Richtung Wernfeld-Würzburg war es ja schon eisig kalt. Hier oben geht es einigermaßen, da geht der Wind ein bisschen über durch diese Ruine im Hintergrund. Aber dort unten auf der Brücke zieht es mit Sicherheit wieder wie Hechtsuppe und diese Ansicht habe ich schon oft genug in meinen Filmen gehabt. Und deswegen lasse ich die heute mal aus. Gehe nochmal in Gemünden auf den Bahnsteig und werde dann um 13 Uhr mit dem Regionalexpress wieder die Fahrt nach Hause antreten. Dann schneide ich das Ganze und dann werdet ihr das Ganze irgendwann sehen. Aber ich denke mal, bis ihr das Ganze seht, wird es Februar werden, denn ich habe noch ein bisschen Munition vorgeladen. Für alle, die es interessiert, ich habe es glaube ich noch nicht erwähnt, es ist heute Donnerstag, der 14. Januar. Oh, denkt dran, in einem Monat ist Valentinstag. Der Fleurop-Feiertag. Ja, denkt dran, dass ihr rechtzeitig Blumen besorgt. Quatsch, Spaß beiseite. Ja, heute ist der 14. Januar und ich bin hier und noch und werde bald nach Hause fahren und langsam wird es echt kalt. So, Albatros die zweite, juhu! Eine Bekannte von mir, die hat öfters mal das Wort geiler Scheiß gesagt. Das trifft sie heute richtig genial. Vorhin, als ich hier hochgeradelt bin, habe ich nämlich eine 152 verpasst. Da habe ich mich so ein kleines bisschen drüber geärgert. Aber dass ich dann heute gleich die Gelegenheit habe, zwei Albatros 152er im Bewegtbild festzuhalten, das habe ich mir vorher natürlich nicht träumen lassen. So, wie gesagt, das ist jetzt meine letzte Einstellung von hier oben. Ich räume dann das Feld. Gehe nochmal runter. In Gemünden am Bahnsteig soll es auch schön. Soll es auch schön sein zu der Jahreszeit. Haha. Und dann gucke ich mal, was mir da unten noch vor die Füße fährt, bis der RE nachher kommt. Oh. Oh, es tut mir leid. Ich muss nochmal ganz kurz meinen Worten Lügen strafen. Denn dort hinten von der Nord-Süd-Strecke her kommt die nächste Gütereisenbahn. Und das sieht irgendwie ein klein wenig interessant aus. Ich wechsle mal schnell das Objektiv, um auf diese
Das ist das Retrack VTG, denke ich mal. Lok ein bisschen besser gucken zu können, um ein bisschen mehr Brennweite zu haben. Ja, das ist Retrack VTG. VTG. Oh, dann habe ich das Gefühl, dass nicht nur meine Füße und Hände eingefroren sind, sondern auch der Mund. Die ist hier vorhin schon mal durchgefahren, also die Schwester von der. Da habe ich sie verpasst, das war, als sie auf dem Weg hier hoch war. Aber jetzt passt's. Oh, schönes Bild. Also so ähnlich wie am Rhein, ne? Wenn die Güterzüge durch die Häuser durchfahren. Gefällt mir sehr gut. Bahn und Landschaft. So muss das sein. So, ich fürchte fast, es gibt hier nichts mehr zu sehen und ich habe die Mittagsflaute erwischt hier am Bahnsteig. Naja, sei es drum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß heute Morgen, auch wenn meine Finger mittlerweile fast taub sind. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Alex E. Servus. Ah, und denkt dran, liken nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren und teilt das Ganze mit euren Freunden, die den Kanal vielleicht noch nicht kennen. Also, servus. So, es gibt doch noch eine Fahrt zu bewundern. Dort vorne, links der Bildmitte, hinter dem Hauptsignalmast. Dort kommt eine Trax 2 von DB Cargo mit geschlossenen Autotransportwagen langsam hier in den Bahnhof reingeschlichen. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das Ganze abspielt, denn wenn ich mich rumdrehe, sehe ich in HP1 in Richtung Würzburg. Das HP1 ist also für den Twindex RE, mit dem habe ich nämlich eigentlich gerechnet. Die fahren da jetzt parallel ein. Okay, dann wird also hier die Zugfolge geändert oder natürlich der Autozug geht ganz und gar auf die Wendtalbahn und wird deswegen schon mal ein Stück von mir aus gesehen nach rechts übergeleitet. 7, naja, auf jeden Fall, der Autozug, der schleicht da jetzt rein. Den werde ich, denke ich, noch die Lok hier vor mir abnehmen, die Parade. Und wenn die rum ist, muss ich dann dringend mein Geraffel zusammenpacken. Ah, so fährt der. Ah, jetzt ja. Das heißt natürlich auch, solange der da vorne rein schleicht, kann mein RE nicht ausfahren. Der wird an dem Gleis direkt vor meinen Füßen nämlich ausfahren. Denn der hat ja jetzt ein Gleis von meinem Fahrweg genommen. So, ich zücke nochmal das Handy, ich mache nochmal ein Insta-Bild, lasse die Kamera laufen, während er hier vorbei defiliert. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Alex E.
Ja.